noch 20 Sekunden bis zum Start. Grün aus, Start frei. Ist frei für unser 9. Rennen NRZ Stutenpokal Serie 1 um 12.000 Euro. Die Teilnehmer fahren jetzt gleich in die Bänder. Hinein und dann geht's gleich los. Und das war der Start zum 9. Rennen NRZ Stutenpokal. Den besten Start erwischt Betty Foster. Fehler dahinter von Lady Deluxe. Und Lady Deluxe ist bereits nach wenigen Metern aus der Partie. Betty Foster führt das Feld in den ersten Bogen hinein. Dahinter Panama Diamant in der zweiten Position, dicht dahinter Flirty or Dirty, dann sehen wir Celestial Light TK in der vierten Position. Fünfter ist Gorgeous Love. Dann folgt Queenswood und am Ende logischerweise Indira Bo, die aber die Zulage schon wettgemacht hat und am Feld dran ist. 500 Meter sind zurückgelegt, 16-4 die erste Zwischenzeit. Michael Nimczyk schaut sich nach den Verfolgern um, Betty Foster ist an der Spitze. Betty Foster, Panama Diamant. Dahinter Flirty or Dirty in der dritten Position. Celestial Light TK besetzt im Moment Rang 4 vor Gorgeous Love. Dann sehen wir Queenswood und am Ende unverändert Indira Bo. So sind die 7 Stuten auf der Schlussrunde unter der Führung weiterhin von Betty Foster. Betty Foster, Panama Diamant. Da werden am Ende Queenswood und auch Indira Bo in die zweite Spur genommen. Zweite Zwischenzeit 16-2. Betty Foster, eingangs zur Gegenseite, anderthalb Längen vor Panama Diamant. Jetzt geht auch Celestial Light TK in die zweite Spur und an die Seite von Flirty or Dirty. Da lässt sich Queenswood bereits anfassen. An der Innenseite sehen wir Gorgeous Love und am Schluss unverändert Indira Bo. Mitte der Überseite unverändert Betty Foster. Celestial Light TK ist jetzt aber näher herangerückt, hat etwa noch eine Dreiviertellänge Rückstand. Innen hält Flirty or Dirty den Anschluss. Dann sehen wir unverändert an der Außenseite Celestial Light TK vor. Davor liegt natürlich Panama Diamant. Panama Diamant an der Außenseite und innen Betty Foster sind im Schlussbogen vorn. 15-8 war die dritte Zwischenzeit. Panama Diamant, Betty Foster an der Innenseite. Dahinter Flirty or Dirty, Celestial Light TK. Gorgeous Love wird jetzt herausgenommen und versucht den Angriff. In der Distanz ist Panama Diamant vorbei an Betty Foster. Jetzt kommt Celestial Light TK, jetzt kommt aber außen auch Gorgeous Love. Die beiden robbte Fliegerpferde. Gorgeous Love an der Außenseite und innen kämpft Panama Diamant. Gorgeous Love an der Außenseite und robbte Flieger. Geht jetzt besser. Gorgeous Love schlägt Panama Diamant, Celestial Light TK, Flirty or Dirty und Betty Foster. Letzte Zwischenzeit noch einmal 12-5. Der vorläufige Richterspruch für das 9. Rennen. Es siegte die 1 Gorgeous Love, zweiter die 7 Panama Diamant und dritter die 6 Celestial Light TK. 1, 7 und 6 das Ganze vorläufig. Machen in der Zwischenzeit weiter mit dem 10. Rennen. Maiglöckchenrennen, die zweite Abteilung.
Streichen Sie hier bitte die 3. Tessa, Nichtstarter im 10. Rennen, ist die 3. Besitzer der Nummer 4 Opalis ist der Stall Habo, sonst keine Änderungen. 9 Teilnehmer bei 3 Platzwetten.